Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Mein Modellbaukollege bat mich doch hier bei dieser BR0171 von Rocco eine Leuchtdiodenbeleuchtung einzusetzen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dabei sein, wie ich dieses bewerkstellige. Da ist gar keine Lampe mehr drin. Ich habe jetzt hier zwei Leuchtdioden eingebracht. So wie ich das ja schon des Öfteren gezeigt habe, habe ich zwei Leuchtdioden aufeinander gelötet, habe hinten das Plus angebracht und vorne über den Widerstand die Masse. Das Ganze geht über diesen Gleichrichter. Da benötige ich einmal die Masse von den Schienen, hier nämlich, und einmal das Plus, das habe ich hier angelötet, direkt am Gleichrichter, und das hole ich mir dann natürlich vom Schleifer. Und das Ganze macht dann ein warmweißes Licht. Und jetzt kann ich das Gehäuse hier wieder aufsetzen und dann das Ganze mal auf mein Testgleis setzen. Dann müsste vom, wenn alles gut geht, das Dreilichtspitzensignal wunderbar leuchten. Da diese Lok ja noch die ältere Ausführung ist von Rocco, habe ich darauf verzichtet, hier nochmal ein Kabel einzubringen in den Decoder, denn das bringt ja nachher nur Schwierigkeiten mit dem Ab- und Ankuppeln des Tenders. Und da Martin nur in eine Richtung fährt, nämlich vorwärts, reicht das, wenn vorne die Beleuchtung an ist. Dann setze ich mal das oder den Kessel wieder auf. Mit der Schraube zentrieren. Dann kann ich das hintere auch einbringen. Das Lichtbild war nicht wirklich befriedigend. Jetzt habe ich hier direkt auf den Lichtleiter eine 0805 aufgeklebt und bringe jetzt eine zweite für das dritte Spitzenlicht noch hier auf diese Platine auf, denn ich hatte zuvor fast keine Beleuchtung in den unteren Laternen, dafür ein Xenonlicht in den oberen, und das geht natürlich nicht. Jetzt versuche ich mal mein Glück über diese Schiene. Jetzt gefällt mir das Lichtbild hier vorn wesentlich besser und ich kann mich jetzt um den Tender kümmern. Die Haube habe ich jetzt abgenommen und jetzt dreht es sich hier um das rückwärtige Teil.
Da werde ich jetzt mal schauen, wie ich hier eine Beleuchtung zustande bekomme. Da ist hier oben das dritte Licht und hier links und rechts die zwei Laternen. Da muss ich mir mal was einfallen lassen, da ja hier im Prinzip nichts mehr vorhanden ist. Wie ihr seht, habe ich hier die zwei Leuchtdioden, die ich anfangs für die Frontbeleuchtung hatte, hier in die Rückbeleuchtung eingepackt und noch oben drüber eine dritte Leuchtdiode, so dass die praktisch in Reihe geschaltet sind. Die sind parallel, aber die dann in Reihe. Dann habe ich hier noch einen Vorwiderstand. Dass das Ganze keinen Kurzschluss bekommt, habe ich hier Gewebeband eingebracht. Und jetzt kann ich das Ganze rücklings so einsetzen, so wie es ja von Haus aus von Rocco geplant ist. Das passt jetzt. Und dass auch das Kabel schön unten bleibt, habe ich jetzt hier noch einen Gewebestreifen angebracht, der soll hier halten. Ich habe das mit ISO natürlich fettfrei gemacht, aber das ist ein bisschen tricky. So. Und jetzt kann ich das so runterdrücken. Na, das hält nicht. Da muss ich noch mal ran. Ich habe jetzt hier die zwei Kabel oder drei Kabel herausgenommen, da ich jetzt nicht weiß, ob der Motor richtig herum angeschlossen ist, führe ich einfach alle drei Kabel hier hoch. Das heißt, das blaue und das gelbe bzw. weiße Kabel. Somit kann ich mir dann heraussuchen, welches hier das Richtige ist. Das sind die vom Decoder kommend. So. Und da habe ich die zwei Kabel, die von der rückwärtigen Paneele kommen. Jetzt kann ich das auf jeden Fall mal zusammenlöten. Das kürze ich mir ein bisschen. Und dann werde ich das anlöten. Aber zuerst verschraube ich das Ganze wieder, denn ich habe ja den fehlenden Haftreifen schon ersetzt und somit kann ich das Ganze hier mal zuschrauben. Also ich habe das jetzt so mal eingesetzt. Und jetzt müsste das Ganze
so zum Verschrauben sein. Jawohl. Einmal hier und einmal hier. So. Jetzt kommt natürlich der ultimative Test, nämlich geht das Ganze, was ich mir so vorgestellt habe? So, dazu führe ich natürlich jetzt erstmal eine Spannung ein. Ich werde allerdings hier die Decoder-Kabel wegnehmen. So. Und dann werde ich mal hier die Beleuchtung testen. So. Und jetzt die Gegenprobe. Habe ich hier auch nirgends einen Kontakt? Nein, habe ich nicht. Somit kann ich jetzt mit dem Verdrahten beginnen. Ich verlöte jetzt die Beleuchtung. Jetzt teste ich das Ganze mal. Dazu hole ich wieder mein Testgleis. Jetzt steht die Lok komplett auf meinem Testgleis. Und mit diesem Maxon-Motor, das ist eine wahre Pracht, wie diese Lok läuft. Also Hut ab. Und jetzt zeige ich euch noch die Rückansicht. Wenn ich jetzt im Prinzip rückwärts fahre, also ich bin begeistert allein von der Fahreigenschaften oder von den Fahreigenschaften dieser Lok. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Zuschauen des Umbaus dieser doch etwas anderen Lok. Und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können auf meinem Kanal und verbleibe bis dahin. Euer Grubi, 1960.